einmal blocken, trotzdem noch 95 Schaden. Okay. Seltsame Geräusche macht das Tier. So. Wie viel? Waffe runter, genau. Du greifst den an. Du bleibst bei der Attacke. Im Übrigen weiß ich jetzt auch wieder, warum sie die eben nicht ausführen konnte. Wahrscheinlich hatte sie nicht genügend KP. Und du greifst einfach auch an. Boah, die sind schnell. Und haben ganz schön Wumms. Schaden ist nicht genug, um sie von 0 auf jetzt zu töten. Und 860 reicht. Okay. Gut zu wissen. Jawohl. Ja, damit hat auch der verrückte Mantis das hinter sich. War nur Level Up, sehr schön. Boah, fast 900 Gold jetzt für die beiden Viecher gekriegt. So, sonst gab es hier ja nichts mehr in diesem Haus. So, gibt es irgendwas in dem Inn zu holen? Ist auch wieder so ein Riesenschrank und ein Kampf davor. Wieder ein Curry-Teufel. Ich finde den Namen irgendwie total cool. Autsch. Ich hatte schon wieder Angst, dass er wieder vergiftet wäre. Bleiben wir einfach bei den Attacken, die sind eigentlich recht effektiv. Abgesehen von den Fliegenden. Okay, das Vieh hat aber wirklich nicht so viele Hitpoints. Alles klar, Gala kann, darf wieder nichts machen. 923 Schaden, der Wahnsinn. Oh, ein Brief. Da liegt ein Blatt Papier auf der Anrichte. Willst du es lesen? Ja. Morgen führen wir den Plan aus. Reise mit wenig Gepäck. Okay. Was auch immer. So, das ist da. Noch ein Kampf, juhu. Oh, ein Gestirn, sehr schön. Den versuchen wir wieder zu fangen. So, du greifst den Mantis schon mal an. Jo. Ja. 64 KP. Oha. Den müssen wir gleich wieder heilen. Au. 207 Schaden. Ja, warum auch nicht? Ja, klasse. Hat der Blödmann gerade die starken Attacken geblockt. Ja, mach mal so. Du machst nochmal Zauberkraft und du greifst nochmal an. Ja, schön. Jetzt habe ich heute keine Frame Drops, so wie beim letzten, bei der letzten Aufnahme. Jetzt habe ich jedes Mal Probleme, wenn Fraps einen neuen Part anfängt.
Jawohl, sehr schön. Bahn hat gefangen. Kann ich dann eventuell diese Runde dann auch direkt mal ausführen. Noah, hier wird auch Zeit, dass wir den ausführen. Ach, und wieder die Startpunkt. Das ist geblockt. Ach Quatsch, nicht Zauberkraft. So, Gestirn. Du erhältst GP für alle Verbündete. Genau, das ist nämlich das Schöne. Es ist ein AOE-Heal. Du machst nochmal Zauberkraft und du probierst nochmal dein Glück. Heiliges Gestirn heißt die Fähigkeit. Und wie man sieht, heilt die jede Menge. Und deswegen ist der auch so ein starker Heiler. Weil die Heilskills werden ja noch verbessert, wenn der Level steigt, etc. pp. Und ist deswegen im Endeffekt effektiver als jetzt zum Beispiel Vera. Kostet aber auch dementsprechend mehr. Mana, Magiepunkte. Das ist halt dann wiederum im Umkehrschluss halt natürlich der Nachteil. Man Fass. An den Fässern kann man nichts holen. Hier waren die Händler vorher drin. Obwohl kein Schild draußen angeschlagen ist. Das ist aber gemein. Ah, schon wieder ein Kampf. Mantis und Killerbiene. Du machst Zauberkraft. Du greifst an. Alles klar, du hast noch den drin. Du kannst auch diese Runde nochmal angreifen. Huch. Ach nee, mit runter ist immer blöd. Mist. Wenn es auch an die Killerbiene theoretisch geht. Deswegen machen wir erstmal den Mantis platt. Waren. Na gut, immerhin einen geblockt. Also hier, der war nicht ganz so geschickt im Blocken wie der Mantis eben. Was können wir denn jetzt hier machen? Hoch, hoch, hoch. Und einfach runter, weil dadurch haben wir dann direkt die Kombination. Du machst nochmal Zauberkraft, du machst nochmal Zauberkraft und dann ist gut. Da die Bienen ja zum Glück nicht so viel HP haben, ist das ja nicht ganz so schlimm, dass man zwei, dreimal daneben tritt in dem Fall. Kann ich nichts holen. Okay. Oder hier rechts vielleicht? Doch, das ist eine versteckte Kiste. Okay. Ein reißendes Wasser. Jawohl. So, wollen wir mal weiter gucken. Was haben wir hier sonst noch? Hier ist nichts mehr. Wir können gleich da noch in die Mitte jetzt gleich gehen und dann gehen wir hoch. Vorher haben wir aber noch mal einen Curry-Teufel und einen verrückten Mantis. Zauberkraft angreifen. Angreifen. Beginne. Schaden. Ouch.
richtig. Sehr schön, dann ist der hinfällig. So, Zauberkraft. Ah ne, Quatsch. Der kann jetzt diese Runde angreifen. Du greifst auch nochmal an. Und du machst theoretisch Zauberkraft, praktisch wahrscheinlich eher nicht. Diese Blockerei. Aber es hat gereicht. Also goldtechnisch muss ich echt sagen, lohnt sich das wirklich hier. So, dann gehen wir erstmal hier gerade. Gucken wir mal, was hier in der Mitte ist. Eine große Tür. Und hier ist eine Art Tempel. Na, ich will da nicht direkt rein. Ich will erstmal außen gucken, ob da noch irgendwas ist. Miep. Ah, ein Gestirn. Das können wir dann wieder versuchen, mit Noah oder Gala zu fangen. Umso mehr wir davon haben, umso besser. Du greifst die Killerfliege an. Greifst das Gestirn an und im Notfall greifst auch du noch das Gestirn an. Autsch. Ob Gala es schafft, jetzt das Gestirn zu fangen. Nein, er tötet es nur. Und ein magisches Blatt haben wir gefunden. Ja gut, das kann man auch. Kann man gerne mitnehmen. Gut, also hier war nichts. Dann gehen wir mal fix hier rein. So, was haben wir denn hier? Ah, das sind die vier Tafeln, würde ich mal behaupten. Autsch. Mann, ich wollte doch nicht kämpfen. Mentes und Killerbiene. Die Kombination kennen wir. Jetzt machen wir mal aber noch einmal Gestirn, weil die relativ gut angeschlagen sind alle. Nee, Quatsch. Du greifst an. Und du greifst an. Let's go. Gerade einen Schluck getrunken. Hat aber doch noch gereicht. So. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Du machst nochmal Zauberkraft, du machst nochmal Zauberkraft und du versuchst mal das Vieh da zu töten. Indem du einfach mal das machst und das. You
egal, das Team hat den Kampf gewonnen. Juhu! Was ist denn hier links? Da sind auch Tafeln, okay. Auf dem Sockel liegt das Buch der Weissagung, Band 3. Wollt ihr es lesen?